mit der Zeit auch gut durchkommen mit der und die erste Referentin auf die Bühne bitten, Julia Bartal, gelernte Landwirtin und mit viel eigener Erfahrung in Betriebsgründung und Zugang zu Land und Flächensicherung und engagiert im Bündnis Junge Landwirtschaft für die Rechte von Jungbäuerinnen und Bauern. Das ist ja so aufregend, in einem Raum mit so vielen Menschen zu sein, dass ich überlegt habe, ob ich die Disco-Klamotten anziehe, die auch seit 2 Jahren im Schrank hängen. Also ich freue mich sehr, mit euch hier zu sein. Als Landwirtin konnte mir eigentlich nichts anderes einfallen, als euch heute hier was Anschauliches aus der Praxis mitzubringen. Die Umfrage hat gerade bestätigt, warum das so wichtig ist. Ich habe ein wenig überlegt. Wir kennen ja alle diese Handvoll Leben, eine Handvoll Erde aus unserem Boden also, die mehr Mikrolebewesen beinhaltet, als es Menschen gibt auf dieser Erde. Und natürlich geht es heute auch um gesunde Böden, um Humuserhalt und die gute fachliche Praxis, die es braucht. Und vor allem geht es aber auch um die engagierten Landwirtinnen dazu, um die Böden, deren Zugang wir für sie sichern wollen. Mir tat die Handvoll Erde so ein bisschen leid. Mir tut das immer ein bisschen weh, wenn die dann so in die warme Heizungsluft gefahren wird und hier ausgedörrt wird, nur um irgendein Argument griffig zu machen. Außerdem heißt es immer bei den Veranstaltungen, holt die Leute da ab, wo sie stehen. Und wir sind ja heute hier in der Stadt und viele der Anwesenden, ihr habt es gerade bestätigt, sind gar nicht so viel von dem eigentlichen Arbeiten im Boden am Alltag beschäftigt. Und ich habe euch deswegen mitgebracht. Ein paar richtig dreckige Stiefel und ein paar Restsocken. Denn außer komplexe biologische Zusammenhänge im Boden in Betracht ziehen zu können und die wichtigen politischen und legislativen Rahmenbedingungen zu arbeiten, machen wir Landwirtinnen und Gärtnerinnen mit dem Boden jeden Tag etwas. Wir stehen drauf, wir gehen drauf, wir durchwühlen ihn, wir drehen ihn um, wir bleiben drin stecken, wir robben auf allen Vieren darüber, wir riechen ihn, wir pulen ihn uns nach manchen Tagen sogar aus den Augen, den Ohren, den Haaren und den Nasenlöchern. Irgendwie schafft er es immer, in jede Ecke, auch von unserem Zuhause, sogar oft bis ins Bett. Das allein ist für mich bereits das Manifest, welches beweist, dass wir vom Boden leben. Und das in all seinen Formen, ob lehmig oder sandig, schluffig oder tonig, ob herabgewirtschaftet, degradiert, regeneriert, potenziert, ob im privaten Eigentum oder nicht. Wir bauen eine sehr enge Verbindung mit ihm auf. Jedenfalls sollten wir das alle tun, wenn wir unsere Arbeit ernst nehmen. Das ist unsere Verantwortung, die so auch von uns eingefordert werden darf. Die Sockenreste, die ich euch hier mitgebracht habe, die sind übrig von einer der letzten Frühjahrsbestellungen, die ich in den letzten 10 Jahren auf Sand und im Sand verbracht habe. Bei meinem Einsatz mit dem Arbeitspferd im Gemüseanbau habe ich jedes Jahr sicherlich ein Dutzend Socken durchgebracht. Der Sand findet, während du mit deinem Arbeitspferd durch den Acker läufst schon nach wenigen Schritten den Weg in den Schuh. Bei häufig 20 und mehr gelaufenen Kilometern am Tag schaffen Sand und Bewegung jeden Socken zu zerreiben. Nach einer Weile habe ich dann entdeckt, was ich auch mit diesen Socken gemacht habe, wenn ich den kaputten Socken unten abschneide und immerhin als Stulpe nochmal oben über den Stiefelrand trage, hält das zumindest ein bisschen Sand ab. Jetzt bin ich aber auf dem Betrieb eines befreundeten Kollegen assoziiert und dort begegnet mir plötzlich der Lehm. Der klebt überall fest, das hat der Sand nicht gemacht. Als Beleg dafür habe ich euch meine Stiefel mitgebracht. Warum erzähle ich das euch in all diesen Einzelheiten? Weil ich es greifbar machen will, ohne wissenschaftliche Abhandlung. Der Boden, von dem wir leben, ist für uns Landwirtinnen eben in jedem Detail zu finden. Sogar in unserer Kleidungswahl. Um das zu belegen, muss ich ja nicht mal auf die komplizierten Anbauunterschiede für unterschiedliche Bodenarten eingehen. Wir bauen eine so intensive Beziehung zu unserem Boden auf, dass der Wechsel auf einen anderen Boden uns ja sogar in dem, was wir morgens anzuziehen, gedenken oder wie wir unsere Wohnung vor unserem total lehmmatschigen Riesenschnauzer schützen, ziemlich aus der Bahn werfen kann. Können wir die Böden, auf denen wir wirtschaften, nicht nachhaltig sichern, können wir uns auch nicht nachhaltig auf sie einlassen. Die viel komplexeren Fragen als Socke, Schuh, Wohnung und Riesenschnauzer und die viel größeren daran hängenden Risiken, Investitionen, Fortbildung und Entscheidungen können wir dann nicht vernünftig umsetzen. Dies zu sagen bedeutet nicht, uns Landwirtinnen aus der Verantwortung zu lassen.
Diese Entscheidungen auch in Bezug auf Humuserhalt und Klimafitness, Schutz der Biodiversität und gute Arbeitsbedingungen inklusive fairer Bezahlung für die Angestellten immer nach bestem Wissen zu erfüllen. Und gleichzeitig, damit Landwirtinnen genau dies gewährleisten können, muss der Boden in ihrer Verfügung auch nachhaltig gesichert sein. In Bezug auf Klimafitness sind maßgebliche Lernprozesse und Änderungen in unseren Anbaumethoden notwendig. Aber auch Änderungen in der Landschaft, die wir ohne sichere Verhältnisse im Bodenbesitz oder der Zustimmung der Eigentümerinnen, wenn wir es selbst nicht sind, gar nicht machen können. Hinzu kommt, dass die Notwendigkeit, und die möchte ich ja auch gar nicht in Frage stellen, von erneuerbaren Energien den Druck auf landwirtschaftliche Nutzflächen und den Preisdruck hier nochmal so richtig anheizen. Es ist notwendig, dass wir aus bäuerlicher Perspektive darum kämpfen, den Preisdruck, der ohne Regulierung hier automatisch im maßlos gefräßigen freien Markt weiterhin entsteht und zunimmt, dass wir dem entschieden entgegenwirken. Wir müssen uns schützend dagegen stellen, dass das wie so ein Wildwuchs ist, zum Beispiel mit den Photovoltaikanlagen, die über im reinen Profitinteresse einfach über uns hereinstürzt. Auch in diesem Bereich könnten und sollten genossenschaftliche Modelle in Bürgerinnenhand, in der Hand der Menschen, die dort leben, und die Wertschöpfung eben bei den Menschen und in der Region gelassen werden. Und die eingesetzten Technologien nicht einfach nur losgebaut werden, sondern wirklich, wirklich gekoppelt sein an einen Mehrwert auch für Lebensmittelproduktion und Naturschutz. Nicht einhergehen damit darf aber der gleichzeitige Preisdruck auf die Flächen. Ich glaube, dass einige von euch hier in dem Raum dazu einen guten Beitrag leisten können, wenn sie sich der Sache bewusst sind. Und wir als Landwirtin und auch als politische landwirtschaftlich aktive Aktivistin stehen euch da als Beraterinnen auch immer gerne zur Seite. Die Fachtagung heute hat den Schwerpunkt auf gemeinwohlorientierte Bodenträger. Und trotzdem sprechen wir natürlich Kontextuelles hier an. Grundsätzlich gilt, wenn die Bodenpreise vollkommen entkoppelt sind von dem, was die Landwirtschaft daraus erwirtschaften kann, haben wir genau das Problem, vor dem wir nun schon seit Jahren stehen. Ob es die Landwirtinnen selbst sind, die kaufen wollen und nicht können, da sie diese hohen Landpreise nicht zurückerwirtschaften können, oder auch ob es die gemeinwohlorientierten Bodenträgerinnen sind, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Denn anders als bei den Geldspielereien der großen Investoren ohne Gemeinwohlorientierung hängt bei beiden der Preis, den sie für Boden zahlen können, direkt mit der realen landwirtschaftlichen Wertschöpfung oder auch der nicht in Geld zu bewertenden sozialen Leistungen zusammen. Wir müssen also für starke agrarpolitische Leitbilder und ebenso starke daraus resultierende Agrarstrukturgesetze eintreten. Hier in Brandenburg verhandeln wir gerade genau dieses Vorhaben, welches so auch im Koalitionsvertrag beschlossen wurde. Wir als landwirtschaftlicher Verband und als Bauern und Bäuerinnen sind an den Verhandlungen beteiligt und wir beobachten auch dabei sehr genau, welche Positionen oder gar Verhinderungsstrategien von welchen politischen Akteurinnen und Politikerinnen eingesetzt werden. Es ist für uns nicht nachvollziehbar und für mich als Landwirtin aus dem schönen Märkisch-Oderland, welches vom Thünen-Institut als der Landkreis, der am stärksten von Investorenkäufen betroffen ist, für mich ist es dann auch wirklich schmerzhaft, dass der Ausverkauf unserer Region schon so lange stattfindet und dass dieser nun endlich, aber natürlich viel zu spät begonnene Prozess für ein Agrarstrukturgesetz trotzdem noch vehement versucht wird, zu verhindern oder volle Kante weich zu kochen. Wir brauchen eine Preisdeckelung für landwirtschaftliche Nutzflächen. Ohne diese wird es auch für gemeinwohlorientierte Bodenträger unmöglich sein, da zu intervenieren, wo die Betriebe das Land nicht selbst erwerben können oder wollen. Ich brauche vermutlich überhaupt niemanden von euch hier im Raum und gerade bei den gemeinwohlorientierten Bodenträgern den Zusammenhang zwischen zu hohen Kaufpreisen und daraus resultierenden zu hohen Pachtpreisen zu erläutern. Wir brauchen aber auch Land- und Siedlungsgesellschaften in den Bundesländern, wo sie noch nicht vorhanden sind, sowie Gemeinwohlvergabekriterien für Land in der Hand des Bundes, der Kommunen, der Länder, Umgang mit der BVVG und anderen großen Landeigentümern wie der Kirche. Da, wo gemeinwohlorientierte Bodenträger tätig sind, dürfen sie bei diesem Einsatz nicht verhindert werden, indem sie anderen Investoren gleichgestellt sind. Gleichzeitig erwarte ich natürlich auch bei Ihnen keine unendlich wachsenden Flächenkonzentrationen, weder bei den Bodenträgerinnen selbst noch bei den Betrieben, für die Sie sich einsetzen. Grundstücksverkehrsgesetz und auch die zukünftig hoffentlich starken Agrarstrukturgesetze dürfen die Gemeinwohlorientierung dieser Bodenträgerinnen nicht in der Ausrichtung ihrer Gesetzgebung übersehen. Sie müssen diese Modelle unbedingt als Akteurinnen stärken.
Es wäre doch gelacht, wenn es keine Differenzierung zum landgrabenden Investor finden ließe. Wenn das nicht gelingt, würden wir dies auf jeden Fall als fehlenden Willen bei den Verantwortlichen sehen und bewerten. Da wir, so ahne ich, bei vielen dieser Punkte ein ähnliches Verständnis auf dieser Tagung haben und auch noch ziemlich gut und ziemlich intensiv im Laufe des Tages darauf eingehen werden, möchte ich uns für die Selbstreflexion für heute noch ein paar Punkte auf den Weg geben, die manchmal übersehen werden oder auch wenig Raum bekommen. Während ich vorhin auf unsere Verantwortung als Landwirtin für Humuserhalt und Klimafitness, Schutz der Biodiversität und gute Arbeitsbedingungen inklusive fairer Bezahlung für die Angestellten hingewiesen habe, weise ich alle gemeinwohlorientierten Bodenträger darauf hin, dass ihr auch in der Verantwortung seid, selbst in diesem Bezug immer mehr dazuzulernen, diese Kriterien bei uns auch zu überprüfen, uns bei der Umsetzung, wo ihr könnt, zur Seite zu stehen und aber auch von uns einzufordern. In Bezug auf ökologische Themen sind viele hier schon ziemlich fit darin. Aber wie es für uns gilt, gilt es auch für euch. Verbesserung nach oben ist immer drin. Als Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft fühle ich mich auch den konventionellen Kolleginnen zugewandt. Und ich würde mir hier ebenso die Stärke wünschen, diese so differenziert zu betrachten, wie wir es in Bezug auf die juristische Definition von Investoren einfordern. Es wäre schade, wenn ein gut arbeitender Betrieb nicht unsere Unterstützung bekommt bei der Sicherung seiner Existenzgrundlage, weil ihm das Biozertifikat fehlt. Wir als ABL bleiben dabei. Jeder Hof zählt. Jeder Hof zählt. Betriebe verlieren wir jedes Jahr Tausende in Deutschland. Geht der konventionelle Familienbetrieb nebenan kaputt, wird auch er inklusive seiner Fläche eher vom nächstgrößeren geschluckt, als dass die Kulturlandgenossenschaft oder der Biobodenfonds rechtzeitig eintreten können. Wenn also ein Betrieb erhalten werden kann, dadurch, dass er ihn mit den Flächen unterstützt, dann glaube ich ganz fest daran, dass er in diesen Modellen inklusive seiner daraus resultierenden Verantwortung mitgedacht werden muss. In Bezug auf Arbeitsbedingungen müssen wir ebenso noch ein wenig genauer hinschauen, wir alle. Das ist oft ein richtig schmerzliches Thema, weil wir wissen auch alle, dass Angestellte, aber auch Betriebsinhaberinnen häufig kaum von ihrer Arbeit leben können. Wenn wir den Boden sichern, von dem wir leben, ist es auch ein wichtiges Ziel, auf gute Arbeitsbedingungen zu achten. Der Boden darf nicht zum Gegner werden für unsere eigene Gesundheit oder der sozialen Lage, in der sich die Arbeitenden befinden. Eine weitere Herausforderung, die ich nicht unerwähnt lassen will, ist, dass wir uns in einem Themenfeld bewegen, wo rechte Ideologen gerne unsere Forderungen nach Regionalität, Naturverbundenheit und ökologische Produktionsweisen zu teilen versuchen. Und darüber hinaus beanspruchen sie in zynischer Weise Gemeinschaftsmodelle, die ich hier in Anführungsstriche setze, weil wir alle genau wissen, für wen diese Gemeinschaft gilt und für wen nicht. Wir wissen auch, dass aus diesem Hintergrund heraus völkische Siedlungsinitiativen, Familienlandsitze und dergleichen auf unsere Stiftungen und Fonds zugehen, um gemeinsam Land zu erwerben. Wir müssen immer wachsam bleiben und eine klare Kante gegen Recht so deutlich vertreten, dass sie überhaupt gar nicht erst Lust haben, solche Annäherungs- oder Vereinnahmungsversuche zu wagen. Was ich an dem gemeinschaftlichen Modell der Bodenträgerin in diesem Raum so schätze, ist der Bezug, den die Menschen, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind, dadurch zu Boden und zu unseren Betrieben herstellen können. Wir werden bestimmt heute keine Lösung dafür finden, aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass dieser Bezug über die Einlagen meist nur den Menschen zur Verfügung steht, die diese auch leisten können. Ich glaube, die soziale Frage der Partizipationsmöglichkeiten schränkt aber das Gemeinschaftsgefühl oft für diejenigen ein, die ohne Geldeinlage nicht teilnehmen können. Vielleicht fällt uns da in der Zukunft auch noch mal was dazu ein. Ihr habt mich zu dieser Einführung eingeladen und dafür bin ich auch richtig dankbar. Alle von euch, die mich kennen, konnten sicherlich ahnen, dass ich es nicht hinbekommen würde, nur den Sonnenschein der eigenen Sache heraufzubeschwören, sondern eben auch den Blick auf das zu richten, wo wir mehr und besser könnten und auch sollten. Ich glaube aber auch, dass gerade Zusammenhänge wie dieser hier dazu in der Lage sind. Das alleine schon unterscheidet die Initiatoren dieser Tagung und die gemeinwohlorientierten Bodenträgerinnen im Raum von genau den Investoren, die wir bei unseren anderen Bemühungen am Bodenmarkt streng einschränken wollen. Wir stellen diese Fragen. Wann, wenn nicht jetzt? Und wer, wenn nicht wir? Und damit entlasse ich euch in eine richtig tolle Fachtagung. Vielen Dank, Julia.
Ich glaube, wir sind schon ganz gut warm geworden, was das Thema angeht. Und jemand, dem wir zu verdanken haben, dass wir überhaupt auch Zahlen und Daten und Fakten zum Thema außerlandwirtschaftliche Investoren haben. Und auch gerade im Märkisch-Oderland, das genau erforscht wurde, wie dort die Eigentumsstrukturen sind, ist unser nächster Referent Andreas Tietz.